Leute, die auf dem orangen T-Shirt rumlaufen, wenn ihr Fragen habt, die stehen auch gerne zur Verfügung. So, wenn ihr aber auch hier viel Spaß gefunden habt und davor die Wasserfläche und wenn ihr jetzt die Wallbüchse hier seht, die standen auf dem Wall hier und Kanonen auch und die reichten ungefähr drei Viertel der Strecke von einem Zwinger zum anderen. In das Bett. Ja, ist so. Ja, das war so. Oh, and I have did not have that on the inside. Oh, and it's stuck in my head. Yeah. Das ist schön, dass Sie das sagen. Ja, ja. Ich dachte jetzt. Nee, dann lass uns weiter. Nächstes Mal müssen wir dich nur einsagen. Ja, denke ich auch. Privileg dazu. Ja, da macht es. Aber nicht, dass der. Ja, ja, ja. Das wäre der Grau, wäre das. Ich versuche immer so alt zu schreiben, das funktioniert nicht. Ja, warte, warte. Normalerweise sehen wir Gesteckkasse drauf. Das Ding glüht, dann mal so und bumm. Was würde die 100 Meter kaputt machen? Immer nicht. Wir wechseln uns an. Er will ja ab und zu auch mal zünden. Genau. Ja. Und das ist also, wenn wir genug Zeit das haben, Prinzip ist, wir aber dann einfach klein kriegen irgendwann, ne? Ja, es klingt immer komisch, aber es ist die Gesetzgebung. Er darf alles machen. Er darf bloß nicht mit Schwarzpulver in Berührung kommen. Er darf Schwarzpulver nicht anfassen. Er darf die Muskete halten. Er darf damit zielen. Er darf das zünden. Das ist alles. Ja. Ich habe einen Schein dafür, ich darf mit Spaß bekommen.
Ein Gewehr, ja. Ich habe nach dem deutschen Gesetz habe ich das Recht. Die Reichweite hier in Köln? Also ungefähr 300, 400 Meter. Tödlich auf jeden Fall. Aha, so. Und dann durch die Sträuber. Ja. Was man auch noch gemacht hat in die Feldschlacht, hat Kettenkugeln von der Marine. Wenn Ihnen das ist Ihnen ein Begriff Kettenkugeln? Ja, ja, also Kettenkugeln hat man, ja genau, weil man hat eigentlich das in die Seefahrt eingesetzt, um die Takelage zu erschießen. Man hat dann aber gemerkt, dass durch diese elliptische Bahn, wo die Kettenkugel bekommt, da kann man ja auch schön die Reihen auseinandermähen. Darum hat man das dann später auch in die Infanterie eingesetzt. Aber wo kriegt man denn solche Waffen noch her? Oder macht ihr die auch selber? Der Fälscher heute würde man sagen, der Sanitäter, der dort vor Ort ist. Aber wir haben einige Soldaten, wir haben einige Musketiere. Wir nennen ihn auch den Schlachter. Das kann man eigentlich sehen, aber das ist schon passiert. Das ist also auch noch zu sehen. Und daher um 12.45 Uhr haben dann die Musketiere hier Drill mit Schuss. Zu Hause Spaß und hoffe, dass das ein Erlebnis ist, was auch für die Ringer war, was ganz besonderes ist. Und wenn man nicht nur nackt und trocken, sondern auch mal leicht zu erleben, wie das seinerzeit war, wie die Geschütze ausgesehen haben. Und für Sie, wenn Sie hinter der Absperrung geht, wird erschrocken. Nein. Sagst du? Ja, bitte anzu. Ja, auf die dran empfangen. Das Wort unserem Offizier, dem Korporal, das ist Moment. Und Oliver sieht ihn mit der Partisane. Sie nehmen jetzt vorne die Muskete quer. Das heißt, im 17. Jahrhundert waren die Feuerwaffen auf dem Vormarsch. Es musste geübt werden, der Umgang mit der Muskete. Das war natürlich sehr gefährlich. Diese Muskete wird auch wieder mit Schwarzpulver geschossen. Wir haben jetzt den ersten Befehl, das heißt die Pfanne. Und nachher die Lunte eintaucht, wird mit Schwarzpulver gefüllt. Danach würde die Pfanne abgeblasen, damit keine Pulverrückstände sich auf der Pfanne befinden. Jetzt wird die Muskete mit dem rechten Fuß nach vorne, links nach hinten, die Muskete abgelegt und das Pulver vorne in den Lauf eingefüllt. Sie sehen jetzt, wir haben hier verschiedene Ausführungen. Wir haben dritte von rechts, der lädt mit der Pulverflasche. Wir haben das Pulvermaß, das Pulverbandalier. Sie sehen das hier. Jetzt wird die Pfanne geöffnet. Jetzt bitte die Ohren zuhalten. Das ist auch einen Applaus wert. Die Lunte abgebracht lassen.